Hallo zusammen, mein Name ist Hanna und ich studiere in Karlsruhe am KIT. Ich bin Teil des Projekts Welcome to Work, einer Jobvermittlungsplattform für Flüchtlinge. Schon 2013 haben wir angefangen, uns in der Flüchtlingsarbeit zu engagieren und dabei festgestellt, dass viele Flüchtlinge gerne eine Arbeit finden würden, aber dabei erhebliche Schwierigkeiten haben. Wir wollen ihnen helfen, diese Schwierigkeiten zu überwinden und sie erfolgreich in einen Beruf zu bringen. Kern des Projekts ist ein Jobportal mit integriertem Patenkonzept. Hier können sich Flüchtlinge als Bewerber registrieren, ihre Lebensläufe erstellen und sich gezielt auf Stellen bewerben. Arbeitgeber schalten Stellenanzeigen und können nach Bewerbern suchen. Zusätzlich gibt es ein Informationsportal, in dem wesentliche rechtliche Informationen zusammengefasst sind. Das Besondere am Projekt ist das Patenkonzept. Hier werden den Flüchtlingen Paten beiseite gestellt, die ihnen bei rechtlichen, kulturellen oder sprachlichen Fragen helfen. So soll gewährleistet sein, dass die Jobsuche der Flüchtlinge möglichst erfolgreich ist und wenig Fehlschläge passieren. Bei kniffligen Fragen stehen den Flüchtlingen, Paten und Arbeitgebern unsere Partner zur Verfügung, die Experten auf ihrem jeweiligen Fachgebiet sind. Zusätzlich bieten diese Schulungen und Workshops an, die den Beteiligten das benötigte Fachwissen für die Prozesse vermitteln. Hello, my name is Nasrin Safari. I am from Iran. I'm a refugee in Germany from last 7 months. I have been through lots of websites to get a job, but it was all in German, and for us, being a new in Germany, it's difficult to understand German now. The good thing about this website is it is for only refugees, and it's not like it's all the refugees around the Germany, they can use it. They can search a job following their own major or the professional they had it in their own country. Welcome to Work ist Teil des gemeinnützigen studentischen Vereins Enactus KIT. Wir achten darauf, Projekte möglichst nachhaltig zu gestalten. Mit Ihrer Unterstützung kann es uns gelingen, das Projekt deutschlandweit zu etablieren und so möglichst vielen Flüchtlingen zu helfen.